komm, wir wollen ja irgendwie... Was ist mit ihm los? Sehr müde sogar. Komm, dann zack. Und du hier. Ja, mit zwei Mann kommen wir, glaube ich, auch nicht weiter, ne? Also einer muss immer plündern gehen, würde ich sagen. Ich brauche Ruhe, ja. Ich habe gesagt, du sollst dich hinlegen. Er steht immer noch. Was hat er gesagt? Ich habe gerade nicht zugehört. Oder zugehört. Auch nicht schlecht. Nicht gelesen. Ja. Ich kann es ja nur auch nicht ändern. Ich hab Hunger. Wir haben hier 8 Kräuter. Gehen wir mal runter gucken hier, was wir da eventuell bauen können. Aber ich glaube, da fehlt uns Wasser, ne? Oder nicht bauen, sondern herstellen heißt das ja. Selbstgezogener Tabak, um Drehtabakzigaretten herzustellen. Komm, wollen wir mal eine herstellen? Wir stellen mal eine her. Lalalalalalala. Drehtabakzigarette besteht aus einem Kräuter. Sie erzeugt einen strengen, herben Geruch. Ja. Nur nutzen kann ich es jetzt irgendwie nicht, oder? Wieso habe ich die Brechstange zum Beispiel nicht nutzen können? Ich möchte das jetzt gerne provozieren. Ich gehe in dieses ruhige Haus. Pavel geht schlafen. Bruno. Die nehmen wir mit. Und den nehmen wir mit. Huhuhuhu. Oh, ein ruhiges Haus.
Da sitzt jemand. Das muss nicht heißen, den Krieg. Wir haben bereits einen Krieg durchlebt. Ah ja, okay. Wieso nicht? Klar, du kannst mich reinlassen. Das ist nicht so schlimm, mein Freund. Jetzt kommt er mir hinterhergekrochen hier. Lass das sofort sein. Zigaretten sind immer gut. Oh, kommt er jetzt wieder zurück oder was? Nee, er rennt oben rum. Das ist nur ein Bad. Okay. Also hier müssen wir definitiv nochmal hergehen. Ich habe auch keinen Platz mehr. Ich habe keinen Platz mehr. Shit, shit, shit. Aber ich prüfe dennoch. Oh, nee, 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 nee. Ich prüfe dennoch mal, was hier so alles geht. Autsch, hier ist was zu essen. Zu futtern. Verdammt. Wir müssen hier definitiv nochmal her. Ich möchte das mit den Zigaretten mal ausprobieren. Das war ein Dietrich. Dietrich. Dietrich kann man. Hier ist Wasser, Alter. Definitiv unseres. Und Futter. Wir müssen wiederkommen. Wir müssen wiederkommen. Müssen wiederkommen. So, Bestandteile, klar. So. Wir kommen wieder. Wir kommen wieder. Das auf jeden Fall. Hier scheint einiges noch zu holen. Zu sein, zu können, zu dürfen. Tag 7. Ja, hast du. Das ist wohl wahr. Und wir wurden mal nicht überfallen. So, er erholt sich. Immer noch. Hungrig. Hungrig, traurig, müde. Also immer volles Programm. Verletzt fehlt noch. Komm, wir gucken mal, was du hier mampfen kannst. Nix kannst du mampfen. Das war alles noch im Haus. Ich will noch gucken, was hier unten geht. Zigaretten.
Er hat doch Zigaretten genommen. Er hat doch Zigaretten genommen, oder? Warum kann er die jetzt nicht nutzen? Eine Waffe. Tja. Schade eigentlich. Ja, das müssten wir auch noch mal irgendwann probieren. Das sind so Sachen, da ja, fehlt uns noch Material. Hier auch. Jede Menge Holz fehlt uns. Ein Radio. Fehlt uns auch Material. Okay, dazu brauchen wir Holz, ja. Ach, nee, 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 nee. Holz. Wir brauchen auf jeden Fall Holz. So, er ist hungrig. Wir haben nur einmal jetzt hier was. Bruno. Komm, dann isst du was. Ja, super. Und ich denke einfach mal, wir lassen Pavel hier mal noch ein bisschen pennen. Ich gehe mal zur Nacht über. Und ich würde ganz gerne nochmal zu diesem ruhigen Haus gehen. Wir bereiten uns vor, indem wir hier die mitnehmen. Mehr brauchen wir nicht. So. Dann schauen wir mal. Einmal vorsichtig durchgucken. Er sitzt schon wieder da. Oh. Zweite Person diesmal. Derselbe Smalltalk. Das ist schön. Das nehmen wir. Nicht unsere Sachen. Ja, du bist witzig. Klar muss ich eure Sachen nehmen. Was tun sie da? Ich mach doch gar nichts. So, Wasser brauchen wir definitiv. Zucker, wozu brauche ich Zucker? Warte mal, lass mich kurz überlegen. Ich nehme einfach erstmal mit. Ach, was ich alles kann. Ich werde dir nichts tun, Opa. Ich werde dir nichts tun. Lass du mich auch in Ruhe. Kaffee. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Okay. Noch einiges drin. So, was war das jetzt nochmal? Kräutermedizin. Bandagen haben wir auch schon mal. Das ist gut. Das ist gut. Ach, was macht hier Gewissen? Ich habe kein Gewissen. Wir sind im Krieg. So.
Bandagen sind ja auf jeden Fall auch noch. Das heißt, wir kommen wieder. Gehören Sie zu den Banditen? Ich habe gehört, dass sie gut stehlen. Eher, mit Sicherheit. Es ist schade, dass der Rucksack nicht irgendwie aufgepimpt werden kann. Also entweder habe ich es noch nicht rausgefunden, also man kann das irgendwo, größere Rucksäcke herstellen. Weil, gut, Marco ist tot. Da waren wir wieder mal ein bisschen zu forsch und zu schnell in unserer Handlung. Tag 8 auf jeden Fall. Wir kommen der 11 näher. Ja, da hast du recht. So, 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 so. Das sieht ja schon mal gut aus. Ich würde sehr gern... versuchen hier irgendwie mal... Ach nee, den habe ich ja gar nicht mitgenommen, den Teddy. Wie geht's, Pavel? Sehr hungrig. Komm. Der Bruno, der kocht uns mal jetzt was Schönes. Was kann er denn kochen? Zweier kann er machen. Super. Dann isst du jetzt mal was. Sehr hungrig. Wird er bestimmt zwei wegdrücken. Upsa. Da klopft's an der Tür. Ich komme gleich. Traurig und sehr müde. Komm, dann gehst du jetzt mal schlafen. Sehr müde heißt nicht gut. Du bist nur noch traurig. Das kriegen wir irgendwie auf Dauer, glaube ich, auch nochmal hin. Du willst jetzt mit mir handeln. Okay, was willst du? Was ich will? Ich will eine Knarre. Damit ich mal ohne Angst irgendwo durch die Gegend laufen kann. Er hat auf jeden Fall Wasser. Hatte ich nicht noch einen Diamant? Genau. Und jetzt versuche ich nochmal. Gut, wir können uns einigen. Holz. Das reicht nicht.